Einen wunderschönen guten Abend, ihr Süßen, zum allabendlichen Schneckerisch-Gedöns aus meinem Hexenhäuschen. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Ich bin platt für heute. Ich bin wirklich platt. Heute Mittag waren es 555, heute Abend sind es 573. So, ich wollte es eigentlich in der Tagesbotschaft sagen, ich sag's jetzt hier nochmal. Also ich habe heute zwei Nachrichten, zwei Kommentare bekommen. Grausam, ganz grausam. Gut, guckt doch einfach nicht zu, wenn es grausam ist. Geh doch einfach woanders hin, wo es für dich passend ist. Du möchtest nicht zu mir und ich möchte nicht zu dir. Ich werde mich nicht verändern. Ich bin absolut authentisch. Ich sage nur die Wahrheit, was ich von oben reinkriege. Dann hat mir eine nette Dame geschrieben, ja, alles immer ohne Bild. Ja, muss ich schon mal lachen. Diese Heimlichkeiten kann ich ganz besonders vertragen. Ich wäre nicht empathisch. So. Sie hat das sehr nett geschrieben, ich habe das auch sehr nett kommentiert. Ich sage jetzt nur eins, also mein Bekanntenkreis ist nicht gerade klein und ich glaube, jeder, der mich privat kennt, weiß, dass ich absolut empathisch bin. Das ist alles gut und schön. Es gibt Menschen, die passen zueinander und es gibt Menschen, die passen nicht zueinander. Wenn ihr doch meine Videos nicht mögt, ist das absolut in Ordnung. Wirklich, wirklich. Solche Menschen möchte ich auch gar nicht auf meinem Kanal haben. Ich bin ein absolut lebensbejahender Mensch, ein lebensfroher Mensch. Ja, und ich bin ein Mensch. Ich verspreche mich. Und ich sage zum Beispiel, pack einen Badeanzug ein und gehe mit dem Kerl ins Kino, statt zu sagen, geh ins Schwimmbad. Ich bin morgens seit 5 Uhr unterwegs. Dass vielleicht abends meine Konzentration um 6 oder um 7 etwas nachlässt, mögt ihr mir verzeihen. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder so Kommentare gekriegt, die meine Art bemängeln, die bemängeln, wie ich bin. Vor allen Dingen, was mich wirklich fuchsig gemacht hat, war die Nummer, dass ich nicht empathisch bin. Liebe Louise, du kennst mich gar nicht privat. Du kannst dir über mich keinerlei Urteil erlauben. Gar nicht. Überhaupt nicht. Das fuchst mich, weil ich bin absolut authentisch, ich bin absolut empathisch, ich bin, wie ich bin. Ich werde mich auch nicht für 3, 4, 5, denen mein Kanal hier nicht schmeckt, ändern. Also definitiv nicht, gar nicht. Bleibt doch einfach weg. Und in Zukunft werde ich das auch nicht mehr nett kommentieren mit guten Wünschen und tralala und hoppsasa. Ich lösche es einfach, weil es mich nervt. Es nervt mich einfach. Ich möchte keine negativen Scheiße auf meinem Kanal haben. Wer es grausig findet, das ist in Ordnung. Das gestehe ich dir wirklich zu. Wirklich. Dann bleib doch einfach weg. Damit ist es doch gelöst. So, und die, für die ich jetzt lege, die mögen meine Art. Ach so, und noch zu den Kommentaren. Fast vergessen. Ich wäre auf Abo-Haschen aus. Ich wäre also nicht darauf ausgelegt, genug Abonnenten zu bekommen. Was ein Schwachsinn. Lest dir doch mal die Regeln durch bei YouTube. Ab 1000 Abonnenten hast du viel mehr Freiheiten hier, was du machen kannst. Genau darum geht's mir. Wenn ich nur 2 Abonnenten hätte, die meinen Kanal liebe, so wie er jetzt ist, so what? Schick, alles gut. Die 2, die wären aber absolut authentisch in sich, mit mir, alles schick. Ich möchte 1000 Abonnenten haben und wenn es bei 1111 aufhört, dann soll das so sein. Das wird aber nicht passieren. Es wird mehr werden. So Stänken ohne Hintergrund, das sind mir die allerliebsten. Da fahre ich komplett drauf ab. Sich überhaupt nicht mal Gedanken mache, warum derjenige, der jeden Abend hier sitzt und Videos dreht, nach seinem Feierabend, kostenlos, diese 2 Videos ist 1 Stunde Arbeit. Mache ich gerne, weil ich es liebe. Und weil ich mich so furchtbar gern verspreche.
und sag, hier, pack die Badehose rein, geh mit ihm ins Kino. Das ist doch Suppe. Ganz ehrlich, zwei negative Kommentare zu, ich weiß es nicht, 30 absolut schöne und nette. Ihr, die negative Kommentare abgebt, bei mir und bei meiner Kollegin, da hatte ich ja gesagt, Yvonne's Orakel, die macht das Bombe. Die macht Bombe Wochenausblicke. Ich habe selbst schon bei der Yvonne gebucht. Alles stimmig, hat immer gepasst. Die hat mir eine Kammerlegung gemacht, da bin ich vom Stuhl geflogen. So geil war die. Und der vorher, bevor die Woche rum ist, schon 7 Daumen nach unten zu geben, ey, da frage ich mich, wo euer Verstand bleibt. Ganz ehrlich, da wäre ich absolut sauer. All die, die mich, meine Art, meine Authentizität, mein Lache, mein Verbabbele, nicht wolle. Wunderbar. Ich will euch auch nicht. Bleibt einfach fort. So. Und die 1000, die hätte ich gern, weil ich noch viel, viel mehr mit euch vorhab. Dass ich zum Beispiel Taxi fahre, unterwegs bin und irgendwo stehe und ein wunderschönes Bild sehe. Die Sonne heute Morgen war ein Traum. Ich hätte gerne ein Bild gemacht und hätte es hochgeladen. Ging aber nicht. Warum? Weil ich noch keine 1000 Abonnenten hab. Ihr Schlaubeier, ihr. So, jetzt, ich hoffe, die, die mich mögen, die meine Videos mögen, die meine Art mögen, die vor allen Dingen schon private Legungen bei mir hatte und sehe, wie empathisch ich bin. Ihr seid heute Abend alle hier und habt Spaß mit mir. So. Und ich pfeife auch gern, weil ich ein Pfiffikus bin. So, was hat er uns denn heute Abend mitzuteilen? Was sind denn die Botschaften so allgemein? Time for love. Time for love. Mein Handy geht noch. Ist noch nicht ausgegangen. Nachdenken. Er denkt nach. Übrigens hatte ich vorhin eine ganz nette Anfrage von einem jungen Mann. Habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Und der macht alles richtig. Den liebe ich jetzt schon. Den liebe ich jetzt schon. Ich hoffe, du weißt, wer gemeint ist, Schatz. Der hat gesagt, ich hab's verkackt. Da ist sofort mein unempathisches Herz so weit aufgegangen, weil hier, wenn ein Mann sieht, ich hab's verkackt, krieg ich das nochmal hier, bast es nochmal, komme mir nochmal zusammen, da lege ich mit aller Liebe und aller Empathie, die ich hab, natürlich auch bei euch alle Mädels und so, ihr wisst, das brauche ich alles jetzt ganze Babbel, alles Scheißdreck, so. Aber wenn ein Kerl seht, ey, ich hab's verkackt, da zieh ich dreimal die Hute vor. Weil die meisten machen es nämlich nicht. Die meisten sind im Rückzug und denken, ach, ich weiß aber, was passiert. Und ich bin ja der Mann, ich mache ja sowieso alles richtig. Und sie darf ja gerne wieder auf mich zukommen. Und Schatz, vor dir zieh ich dreimal die Hute. Wir werden am Wochenende eine schöne Legung haben, wir zwei. So, er denkt nach und ist im Rückzug, passt also wieder. Und nochmal ganz kurz, ich bin ja nur das Sprachrohr von oben. Und wenn das halt manchmal sehr lustig ist, ist es auch schön, weil mir habe eine ganz traurige Welt. Aweile, mehr brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Australien, da brennt schon wieder. Ey. Und dann packt sich einer darüber, oh, dass ich so lustig wäre. Ey, du gehst wahrscheinlich zum Lachen in die Kelle, dann machst du Deckel zu. Darfst du ja auch gern machen, aber bitte bleib von meinem Kanal fern. So, ach, guck mal, was er uns noch zu sagen hat, von der Aufregung. Die nehmen wir noch, die nicht. So. Abschied. Es ist nur ein kurzer, krieg keine Angst, es ist nur ein kurzer Abschied. Und ich habe auch heute wieder eine Brille mit 2 Bügeln. Da regen sich wahrscheinlich auch viele drüber auf. Ich erzähle wahrscheinlich zu viel privat. Und mache das nicht so bierernst und mit feine, hochdeutsche Stimme. Ey, ich bin ein Mensch, Mädchen, ich liebe mein Dialekt. Inneres Kind, er muss sich zuerst selbst lieben. Das ist eins, oh. Was ihr immer hier hört, vielleicht ist so, pschu, pschu. Ich habe so einen Diffuser da stehen mit gutem Schnuffel drin. Ich find's einfach klasse. So, ihr passt perfekt zueinander, deshalb ist es ja auch die wahre Liebe. Deshalb ist er im Rückzug, weil er nachdenken muss und muss sein inneres Kind heilen. Du Schatz. Er kommt zurück, keine Angst. Ach, guck mal, wie süß. Dein Gegenüber wird auf dich zukommen, eine Entschuldigung ist in Sicht. Und dann verzeih ihm bitte. Und dann habt ihr die Leidenschaft schlechthin. Vielleicht erzähle ich auch zu viel von Sex, kann auch sein.
Ich hatte schon mindestens 3 Tage kein Porno mehr auf meiner Seite. Vielleicht haben sie es jetzt endlich gerafft. So, die Botschaften für heute Abend vom Seelenpartner. Ich habe es ja letztes schon gesagt. Wie gesagt, wenn er kommt, steht vor eurer Tür und entschuldigt sich. Und ihr wollt ihn wirklich haben, also wenn ihr ihn wieder haben wollt. Wenn er sagt, nee, bleibt mir vom Acker, dann braucht ihr mal nicht zu verzeihen, ganz einfach. Wenn ihr ihn aber wieder haben möchtet, bitte hinsetzen, sprechen. Sprechen ist die halbe Miete. Sich aussprechen, ganz ehrlich, von Herz zu Herz. Nicht Lüge und hin rum und so weiter und so fort, sondern ganz ehrlich sein. Dann wird euch auch verziehen. So, jetzt ist genug, soll ich euch sagen. Ich hätte jetzt genug gebabbelt und mich in Rage gerettet. So, ich brauche Mut, um mich meinen Gefühlen zu stellen. Genau das ist der Rückzug und das Nachdenken. Wie stelle ich es an? Ich möchte mich dir beweisen. Seht ihr das noch alles? Natürlich nicht. Ich wäre wahnsinnig. Ich wäre schon wieder wahnsinnig. Ich in die Technik. So, jetzt habe ich heute. Ah, jetzt habe ich. Wir wissen beide, dass ich nicht der Richtige für dich bin. Das denkt er. Also, das ist, ich bin nicht der Richtige, ich bin nicht gut genug für dich. Der Satz ist ganz beliebt. Der ist ganz weit vorne. Der steht auf Nummer 1. Das ist jetzt mein Firmenhandy. Das piepst, weil die neuen Aufträge für morgen dran sind. So. Ich vermisse dich mehr, als ich dir zeigen konnte. Also, ich sage mal, als ich dir zeigen kann. Ich möchte dich in meinem Leben haben, aber ich habe Angst. Ja, klar. Wir heilen und lernen mit all dem. Das finde ich also ganz schön. Ich bin mal gerade abgelenkt. Das ist jetzt sicherlich auch, wenn ihr überhaupt nicht professionell geht. Schlimm. Dieses Ablenken, schlimm. So. Genau. Aber ich habe halt noch einen Hauptberuf. Da muss ich halt erreichbar sein. Das Ganze ist nur nebenher, weil ich Spaß mit euch habe. So, also, er vermisst dich, verzeih ihm, wenn er aus seinem Rückzug kommt. Ich glaube, dann hat er sein inneres Kind geheilt. Er will dich ja wieder in seinem Leben haben. Er möchte ja Spaß mit dir haben. Hier auch die Leidenschaft. Dein Wunschpartner findet dich wahnsinnig attraktiv, genieße es. Natürlich, natürlich gehört auch Leidenschaft zu einer Liebe dazu. Er wird irgendwann den Mut haben und wird zu seinen Gefühlen stehen. Und ich glaube, dann wird er sich auch beweisen. Also dann wird es wirklich so sein, dass dann... ich glaube, ganz ehrlich, wenn er jetzt aus dem Rückzug kommt, ist es gut. Ich glaube, dann habt ihr beide gelernt und beide ist das in Ordnung. Und bitte, immer wieder, das ist eine allgemeine Legung. Also, das kann nicht auf jeden zutreffen. Pickt euch bitte das raus, was für euch stimmig ist. Alles andere lasst ihr bitte sein. So, es kann natürlich nicht jeder damit in Resonanz gehen. Bei 573 Abos und ich glaube über 1000 sind es mittlerweile, die so die meine Videos angucken, mal mehr, mal weniger, die können auch nicht damit in Resonanz sein. Eine absolut tolle Kartenlegerin ist Yonanda Latoura. Die hat, glaube ich, über 20.000 Abos und über genauso viel oder noch mehr Leute, die ihr zugucke. Ja, glaubt ihr dabei jeder damit in Resonanz? Nein, auch nicht. Ich liebe Yonandas Legungen. Ach, noch was. Genau, wegen der 1000 Abonnenten. Ich kann zum Beispiel keine andere Kartenlegerin in meinem Gedöns da nenne. Sunny Seelenzauber hat mich hier auf den Weg gebracht, dass ich das mache. Der werde ich ewig und 3 Tage dankbar sein. Ich kann sie leider nicht verlinken, weil es noch nicht geht. Geht erst ab 1000. Somit freue ich mich wahnsinnig über ein Abo. Kostet nichts. Du musst einfach nur zack auf Abonnieren drücken. Kostet nichts. Ist alles kostenlos. Und ich sitze abends hier schön und mache meine Videos für euch, um Spaß mit euch zu haben. Ich wünsche euch einen zauberschönen Abend. Ich freue mich total, dass ihr bei mir seid, dass ihr mich gefunden habt, dass ich euch gefunden habe, dass das Universum
mich als empathischen Mensch auf die Welt gesetzt hat, dass ich das mit euch machen darf, dass ich das von oben reinkriege, dass ich das weitergeben kann. Das ist eine ganz besondere Gabe, die mir das Universum geschenkt hat. Auch uns allen, die wir hier das alles kostenlos für euch machen. Und ich wollte vorhin noch gucken, wie viele Kartenleger es eigentlich auf YouTube gibt. Männlein und Weiblein, es gibt ja auch Männer, die das machen. Ich hatte aber leider keine Zeit, weil ich musste arbeiten und meine Brötchen verdienen. Und da ist bestimmt der eine oder andere dabei, der jedem gefällt. Und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, dem es nicht gefällt. Ich war auch schon auf Seite, wo mir es nicht gefallen hat. Da bin ich kommentarlos raus. Da habe ich aber auch vorher nicht abonniert und dann hat mir irgendwas nicht gepasst. Dann habe ich das Abo wieder weggezogen, auch so ein Schwachsinn. Guck dir doch erst ein paar Videos von mir an. Gefällt's dir, dann schenk mir ein Abo. Gefällt's dir nicht, ist doch wunderbar. Brauchst du keins zu vergeben, kommst nicht mehr auf meine Seite. Alles schick. So einfach. Ganz einfach ist die Welt. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht nichts, was ich nicht auch mache, Date. Bleibt all authentisch, wie ihr seid. Ihr seid alles ganz, ganz liebevolle Menschen. Und Schatz, der du dich vorhin gemeldet hast und hast gesagt, ich hab der Arsch in der Hose, ich hab's verbockt. Du kriegst heute Abend von mir ein ganz, ganz großes Herz. Wie ist es dann? Wo ist es dann? Ein ganz, ganz großes Herz. Weil vor dir ziehe ich den Hut, dass du siehst, ich hab's verbockt. So. Das Quietsche ist jetzt bestimmt, ich stehe auf, weil ich habe gar nicht so lange Arme, aber ich habe das Ding jetzt hier eingestellt. Passt besser. Ciao, ciao. Bis morgen.